Keine Frage, es sind possierliche Tierchen. Und in Londoner Parks gibt es jede Menge davon. Dort sind sie eine richtige Touristenattraktion. Doch Sciurus carolinensis, das Grauhörnchen, ist im Grunde ein übler Killer. Sein Opfer, dieses süße Ding, ein rotes Eichhörnchen. In den Wäldern Britanniens eigentlich heimisch, aber durch ihre grauen Verwandten, die ursprünglich aus Amerika stammen, in arger Bedrängnis. Die sind nämlich Träger eines Virus, der Tausenden von Roten das Leben gekostet hat. Erst langsam entwickeln sie Resistenzen, wie Forscher der Universität Liverpool herausgefunden haben. Vor dieser Studie war es tatsächlich die Frage, ob irgendwelche roten Eichhörnchen dieses Virus überhaupt überleben können. Aber wir haben bei einem sehr kleinen Prozentsatz von ihnen Antikörper festgestellt, was bedeutet, dass sie mit dem Virus in Kontakt gekommen sind und trotzdem überlebt haben. Das macht Hoffnung, reicht aber wahrscheinlich nicht, um das rote Eichhörnchen zu schützen. Da muss zu radikaleren Maßnahmen gegriffen werden. Im River Cottage Restaurant in Plymouth gibt es heute Eichhörnchen, graues, wohlgemerkt. In unserem Restaurant benutzen wir bevorzugt Wild. Und viel wilder als Eichhörnchen geht hier in England nicht. Manch einer findet das vielleicht eklig, aber wir denken, es ist gutes Fleisch mit einem tollen Geschmack und mal was anderes als das, was man sonst in einem Restaurant oder Pub bekommt. Das kleine Graue kommt heute bei Andy als Vorspeise. Eichhörnchen-Gulasch auf Couscous. Und? Schmeckt's? Großartig. Warum habe ich das nicht schon längst mal probiert? Na bitte, esst mehr graue Eichhörnchen, scheint uns da dieser rote Geselle zuzurufen.